Das ist echt unglaublich. Unglaublich. Ich fahre jetzt einfach los, ganz ehrlich. Ich habe keinen Bock mehr. Bounce. Willkommen, liebe Freunde, zurück zu Let's Play Omni 2, der Omnibus Simulator. Diesmal mit dem C2 auf Stettin. Die Linie 63. Ich glaube, die geht 50 Minuten oder so. Ja, oh Mann, ey, meine Maus, ey, also, ja, der Fahrplan, ah, der wird dann hier sein, auf jeden Fall, eine meiner Lieblingslinien hier auf dieser Karte, erinnert ein bisschen an meine Heimatlinie, aber, ja, okay, ist okay, und ja, wir müssen erstmal die Elektronik anmachen, so, Türen passt alles soweit. Genau. Licht natürlich. Reales Wetter habe ich München. Wie viel Grad ist es draußen? 17 Grad, oder? Ah, ich kann es hier nicht gucken. Klimabus 17 Grad. Ich mache hier mal Auto. So, dann verstellen wir hier ein bisschen unser Cockpit. Fenster auf. Oh, das geht hier. Warum fahre ich mit dem C2? Vielleicht fragt ihr euch das. Boah, dieser grässliche Sound. So. Passt so. Oh mein Gott, dieser Sound, ey. Ich komme damit nicht klar. So. Ja, Linie 63, C2. Warum fahre ich jetzt wieder C2? Weil ich Langeweile habe. Na, Spaß. Weil... Ich mache so hier ein bisschen... So. Weil, im Livestream konnte ich euch den C2 nicht so richtig zeigen. Und sonst auch nicht so. Darum fahre ich jetzt nochmal den C2. Die anderen Busse habe ich ja euch schon mal gezeigt. Und vielleicht werde ich die Busse nochmal fahren. Mal gucken, weil die finde ich auch recht cool. C2 ist auch cool. Und ja, jetzt starten wir mal den Bus. Stellen wir ja alles ein. Nächstes Mal werde ich euch dann hier den Citaro zeigen. Den wollte ich euch unbedingt zeigen. Und den werde ich euch dann zeigen. 7-3. So, also, ja, eine Stunde kann man sagen, circa. Umlaufnummer ist 63. Ja, Fahrt in 13 Minuten. Da müsst ihr das jetzt geschildert haben. Ja, passt alles super. Das finde ich so geil. Was beim Citaro fehlt, da ist es hier so ein kleiner Display. Oder EBS. Was hier so fehlt, ist so ein richtiges Display. Das wäre richtig cool. Halt jetzt nicht genau so eins, aber so ähnlich halt. So, Geld auch noch angeschmissen. Ja, und es geht jetzt los. Gleich sofort. Oh, schöner Sound. Beim Bus achte ich sehr auf den Sound. Also nicht wundern, wenn ich hier oft umschalte, wenn ich den Sound hören möchte. So. Oh, Bremse muss ich hier noch einstellen, Entschuldigung. Das ist aber so immer bei mir beim G27 Lenkrad. Ich weiß nicht, was das ist, aber manchmal, wenn ich jetzt hier bremse, dann bin ich hier, hab ich beim Pedal die Hälfte schon erreicht und dann ist es, guck, ah, geht. Guck, ich, zum Beispiel, ich habe jetzt hier und der Balken wäre eigentlich schon hier, aber das darf eigentlich nicht sein, weil sonst bremse zu stark. So. Und der Bus rollt schon los. Los geht's. Und
Und übrigens, ich spiele nicht mit Pfeilen. Weil ich bin die Route schon oft gefahren und warum sollte ich dann hier... Hallo, was wird das hier? Ah. Manfred, weg von der Straße! Mein Gott, ey. Muss ich jetzt hier noch extra vorfahren, ey, also... Hallo. Abend. Einmal kurz in der Kette, jetzt geht's wieder los. Hallo. Versuch mal nett zu den Leuten zu sein. Kurzstrecke, was ist denn das? Ich kann dir nichts. Ich warte noch auf den Fahrschein. Halt dein Maul. Ah, so. Entschuldigung. Entschuldigen Sie. Bitte schön. Hallo. Hallo. Kannst du was sagen? Einmal Tageskarte. Ach so. Ach man, wieder so unprofessionell hier. Eine Kurzstrecke, bitte. Eine Kurzstrecke. Bitte schön. Eine Tageskarte. Ja. Oh. Bitte schön. Warum geht der wieder raus? Alter, könnt ihr eure Tickets nicht vorher kaufen? Bitte schön. Einmal Kurzstrecke, Schüler, bitte. Komm, ey. Leg mich am Arsch. Bitte schön. Einmal Kurzstrecke. Ja, ja. Kurzstrecke hier. Sehr beliebt. Aber nicht so oft fahren, gell? So. Der Bus ist ordentlich gefüllt. Könnten wir eigentlich schon losfahren, aber ich warte. Aber nein, ich fahre jetzt schon los, ey. Warum sollte ich warten? Kollege, bis später. Was ist denn jetzt hier los? Guck, tschüss, dann geht raus. Guck mal, ich bin nicht mal losgefahren, schon wollen die raus, ey. Oh, die Tür spinnt, ey. Habt es mal bald. Guck, krieg schon Verspätung, aber bei dieser Linie, wenn wir... einmal Verspätung haben, werden wir das alles aufholen. Boah, der Bus gefällt mir sehr. Bestimmt wegen der Gelenk, wegen dem Gelenk, der ist zu weit rausgegangen. Następny przystanek. Niemcewicza. Mann. Mann! Bremse auch gut. Es quietscht und quietscht. Hey, also, ich glaube, es hackt hier solches. Die wollen es immer perfekt haben. Hallo. Hallo. Oh. Ein Fahrschein, bitte. Ja. Bitteschön. Następny przystanek. Bogu chwały. Das ist echt nicht normal. Mit dem Gelenk muss man sehr aufpassen. Hallo. Hallo. Aber wir können ein bisschen heizen, wenn wir Verspätung haben. Ist ganz gut, weil bei manchen Haltestellen waren... waren bis jetzt noch nie Leute da, also wird es auch jetzt bestimmt nicht so sein. 40 km/h hier, ey.
Nein, ich darf ja eigentlich nur 40 fahren, aber ich fahre nicht 40. Hallo. Vorne oder hinten, junger Mann? Sie können sich auch echt nicht entscheiden. Następny przystanek 1 Maja. So, um die Kurve. Das war jetzt echt klar. Zu stark um die Kurve. Da meckern die blöden Penner immer. Kollege! Entschuldigung. Ah, das musste jetzt sein. Willst du mit Fettsack oder nicht? Nicht. Aber ja, ich habe ja ein bisschen Verfrühung und dann trinken wir was. Ja, kleines Dankeschön oder ein riesen Dankeschön an fast 100 Abonnenten. Keine Sorge, es wird ein Spezial kommen, aber ich musste lange überlegen, was ich mache. Aber es ist mir jetzt was Gutes eingefallen, was vielleicht meinem Kanal auch helfen kann. Und das werde ich dann auch umsetzen. So. Und blinken gar nicht, ey. Und ich hoffe, euch freut. Euch gefällt das Spezial dann. 98 Abos habe ich aktuell. Und ich glaube, morgen oder so werde ich dann 100 Abonnenten haben. Das Spezial wird dann nicht sofort kommen, wenn ich 100 Abonnenten habe. Das ist schon irgendwie klar. Das wird dann kommen. Also ich werde das Abo-Special machen, wenn ich 100 Abonnenten mache. Habe. Dann werde ich es machen, also vorbereiten sozusagen. Genau. Licht. Und irgendwie nicht mit. Liegt's an dem Fahrer? Oh, ich guck, ich habe schon wieder Verfrühung, weil ich zu schnell bin. Mücke an meinem Bildschirm, ey. Verschwinde. Ja. Kleine Neuerung, was euch auch gefällt, bestimmt. Es werden jetzt öfters Video kommen. Was heißt öfters? Ich werde versuchen, jeden Tag ein Video rauszubringen. Und wenn ich das so für ein paar Wochen schaffe, dann werden sogar zwei oder drei Videos. Ich glaube eher zwei Videos pro Tag kommen. Weil ich habe jetzt ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr Luft sozusagen. Aber ja, das freut mich sehr. 34 FPS, also alles läuft super zurzeit. Mein PC stürzt nicht ab, Kollege. Und es macht einfach Spaß aufzunehmen. Ich freue mich immer, wenn ich von der Arbeit komme, abends nach Hause schön was essen und danach aufnehmen. Wie jetzt gerade. Passt alles wunderbar. Und so, darauf freue ich mich jeden Tag. Und ich weiß, dass welche hinter mich stehen und immer meine Videos gucken und das. Następny przystanek. Kommune Paryskie. Und dass es auch Sinn macht, das ist ja das Wichtigste, dass ich YouTube-Videos mache. Okay, die Schritte, die war vorhin nicht im C2, glaube ich. Komm, auf geht's hier. C2, heiz mal ein bisschen. Reales Uhrzeit und reales Wetter habe ich gemacht, wie gesagt. Ich glaube, wie viel Grad? Oh, 18 Grad passt irgendwie.
Upsala. Passiert mir öfters. Ja, ich fahre ohne Hilfsschale, das ist schon was Besonderes. Gibt es keinen Retarder, so einen Hebel, wo du automatisch, wo der Bus dann automatisch bremst.